Warum schießen manche Leute so und manche andere wieder so? Die Antwort ist der richtige Grip an der Waffe und darum geht's im heutigen Video. Ja Leute, heute sprechen wir über eines der wichtigsten Themen, wenn wir über das Thema Pistole oder Kurzwaffe reden, und zwar das Thema Grip. Wie halte ich eine Waffe richtig? Und bevor wir damit einsteigen, müssen wir uns natürlich fragen, okay, was ist denn wichtig am Griff? Was ist unser Ziel? Und das Ziel ist für mich, sind für mich drei Dinge. Erstens, ich möchte genau schießen, ich möchte vor allem schnell schießen und ich möchte auch schnell aus dem Holster heraus schießen können. Und auch da ist die Grip natürlich das A und O. Ich weiß noch, als ich damals bei der Bundeswehr zum ersten Mal eine P8 in die Hand bekommen habe, das ist so die Standardpistole, da wurde uns einfach gar nichts über Grip beigebracht. Die haben einfach gesagt, die Ausbilder haben gesagt, hey, nimm die Waffe, zieh den Abzug langsam durch und dann wirst du schon irgendwie treffen. Für mich war das irgendwie total unbefriedigend, weil ich habe mich immer gefühlt, als hätte ich nicht die richtige Kontrolle über die Waffe, gerade wenn es darum geht, ein bisschen schneller zu schießen, und das war eigentlich auch gar nicht möglich. Und erst Jahre später, als ich mir dann meine erste Glock privat gekauft habe, habe ich mich dann wirklich intensiv mit dem Thema Grip beschäftigt. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen euch das mitgeben, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe, was mir sehr geholfen hat. Ich zeige euch heute das Ganze an einer klassischen Glock 17, aber grundsätzlich ist da eigentlich jede halbautomatische Pistole gleich. Die Waffe ist natürlich nicht geladen, das ist ganz klar. Erstmal müssen wir verstehen, wie sich eine Waffe im Raum bewegt, wenn Schüsse abgegeben werden. Und die Waffe wird nämlich immer einmal nach hinten wandern, einfach durch den Rückstoß an sich. Und dadurch, dass die Slide nach hinten wandert, wird auch ein gewisser Flip entstehen. Dann geht es wieder nach vorne und die Waffe dippt wieder nach unten. Das ist so die Bewegung und das ist auch das, wenn Leute einen schlechten Griff haben, warum die Waffe so nach oben flipfloppt, wie so ein toter Fisch, sage ich einmal. Jede Waffe hat eigentlich hier diesen Beaver Tail, nennt man das Ganze. Das heißt, und das ist kein Zufall, das heißt, ich muss mit meiner rechten Hand schauen, dass ich so weit wie möglich hier nach oben komme. Das heißt, hier darf kein Spielraum sein. Wenn hier Spielraum ist, wird die Waffe hier immer nach hinten rutschen und ich werde nie wirkliche Kontrolle über die Waffe erlangen. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist die rechte Hand, das ist das erste, geht ganz nach oben und bleibt hier oben. Und das ist gar nicht so leicht. Das nächste ist der Mittelfinger. Der Mittelfinger bleibt ebenfalls so weit hier wie möglich. Wir wollen hier immer ganz knapp drunter greifen. Und nur wenn wir das schaffen, können wir hier die Kraft nach oben wirken. Das ist das wichtigste Prinzip beim Thema Grip, dass meine Hand nicht einfach nur zumacht, sondern meine Hand hier in der Achse nach oben drückt. Und das muss man erstmal verstehen. Immer wenn ich es irgendwie Leuten beigebracht habe, scheint das immer so das Thema zu sein, was am schwierigsten verständlich ist. Das heißt, meine Hand macht nicht zu, sondern meine Hand macht diese Bewegung. Also ich drücke diesen Zwischenraum, meine zwischen Daumen und Zeigefinger nach oben und mit meinen Fingern rolle ich praktisch nach vorne, dass ich immer Druck praktisch nach oben gebe mit meiner Hand. Das ist sowohl beim einhändigen Schießen als beim zweihändigen Schießen. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Grip so sein sollte, kann ich ihn ja immer noch nach oben drücken. Im Idealfall greife ich die Waffe natürlich schon im Holster nach oben, aber ich drücke sie trotzdem nach oben, dass ich hier oben Druck drauf gebe. Weil wenn die Waffe jetzt zurückkommt, habe ich hier den Druck der Waffe. Man kann da mal nach oben drücken und das sieht man schon, jetzt passt das Ganze. Das ist das Wichtigste, genauso wie der Mittelfinger nach oben geht. Ich greife die Waffe in dieser Dynamik. Und das ist das Allerwichtigste. Beim Thema Grip kommt natürlich auch noch das Thema Handgelenkstabilität dazu. Und das gehört wirklich absolut dazu, weil wenn ich hier den besten Grip habe und mein Handgelenk ist locker, dann werde ich die Waffe irgendwie limp wristen, ja, und dann wird die so nach oben schlackern. Eine Möglichkeit, um zu testen, ist einfach der ganz normale Hammergriff. Das heißt, ich nehme die Waffe und schüttel die einfach mal. Und wenn die Waffe das macht, weiß ich, mein Griff ist nicht fest genug. Hier darf sich nichts bewegen, weil das ist ungefähr auch die Rückstoßkraft. Und solange ich das schaffe, habe ich eigentlich keine Probleme. Also wir wiederholen das Ganze nochmal. Festes Handgelenk, die Hand drückt nach oben. Deswegen seht ihr auch meinen Daumen, meinen Mittelfinger und Ringfinger. Das sind die Finger, die eigentlich die meiste Spannung haben. Der kleine Finger ist da gar nicht mehr so wichtig. Die drücken hier die Waffe nach oben in diese Richtung
Und der Daumen, das habe ich noch nicht erwähnt, der Daumen spreizt sich dadurch ganz natürlich so leicht nach oben. Das heißt, immer wenn ihr euch erwischt, dass ihr hier unten Spielraum habt, dann einfach dran denken, okay, nach oben spreizen. Ich kann es euch nochmal in der Aufnahme zeigen. Wenn hier Spielraum ist, dann habt ihr praktisch schon verloren. Das heißt, hier immer nach oben gehen. Die finale Frage lautet natürlich, wie fest greife ich zu? Und das ist natürlich sehr schwer zu erklären oder sehr schwer zu begründen, weil jeder Schütze da auch ein bisschen anders ist. Ich persönlich bin immer der Meinung, so fest wie es geht, ohne dass man anfängt zu zittern, locker genug greifen, dass ihr den Abzugsfinger immer noch schnell genug bewegen könnt. Die Kunst beim Pistolenschießen ist ja, dass ihr praktisch die Waffe festhaltet und den Zeigefinger ganz entspannt lasst. Und das zu meistern, da bin ich ja selber noch dran. Das war eigentlich alles, was man zur rechten Hand sagen muss. Und damit kommen wir auch schon zur linken Hand. Wenn ihr die Waffe ganz normal mit der rechten Hand greift, seht ihr jetzt hier, dass hier an der Waffe links sehr, sehr viel Platz ist. Und jetzt geht es darum, mit der linken Hand diesen Platz abzudecken und die Waffe so gut es geht zu kontrollieren. Weil gerade wenn es darum geht, schnell zu schießen, spielt die linke Hand eigentlich eine fast wichtige Rolle als die rechte Hand. Das Erste, was wir machen müssen, ist, unser Handgelenk abzuknicken. Stellt euch mal vor, ihr habt die Hand gerade ausgestreckt und jetzt knickt ihr die Hand nach unten, sodass euer Daumen nach vorne zeigt. Das Ganze hat zwei Gründe. Erstens stabilisieren wir dadurch unser Handgelenk, es wird viel steifer. Und zweitens haben wir einen natürlichen Punkt, einen natürlichen Zielpunkt. Ihr könnt mit eurem Daumen eigentlich auf alles zeigen und ihr wisst ungefähr, wenn ihr mit dem Daumen auf etwas zeigt, dann trefft ihr dieses Ziel und ihr schießt zumindest grob in die richtige Richtung. Das heißt, das sind unsere zwei Dinge, an die wir denken. Das heißt, Waffe ist so, Hand wird abgeknickt und jetzt kommt die linke Hand, wird einfach hier in die rechte Hand hineingelegt und die Finger umschließen die rechte Hand. Das dauert ein bisschen, euer Muster zu finden. Wichtig ist, macht es immer, immer gleich. Ich persönlich, ich kann es mal von der anderen Seite zeigen, lege meine Finger genau in die rechte Hand, und der Zeigefinger berührt diesen Punkt an der Waffe. Das muss man jetzt nicht machen, das kann man auch anders machen, aber ich persönlich habe es so herausgefunden, dass das so am besten meinem Grip entspricht und vor allem kann ich den immer und immer wieder machen. Ein weiteres Prinzip ist, wir wollen die linke Hand so weit oben an der Waffe haben und so weit vorne an der Waffe haben. Das heißt, ich rolle meine Hand in die Waffe hinein, so weit oben und so weit vorne. Wenn ich die Waffe hier vorne kontrollieren könnte, würde ich das tun, weil da habe ich die größte Hebelwirkung, die größte Auswirkung. Je weiter ich nach hinten komme, umso fester muss ich praktisch drücken, also so weit hoch und so weit vorne wie möglich. Der Daumen rastet praktisch direkt hier am Griffstück, am Rahmen der Waffe. Und ich persönlich bin sogar ein Fan davon, hier wirklich auch ein bisschen auf die Slide drauf zu drücken. Spielt überhaupt keine Rolle, die Waffe schießt genauso, tut auch nicht weh oder so. Und ich drücke mit dem Daumen auf 5 Uhr. Also stellt euch vor, wenn ihr praktisch hinter mir steht und ihr habt hier ein Uhrwerk, dann drückt der Daumen auf links, also rechts unten, also sprich wie auf 5 Uhr. Und nimmt hier und gleicht so ein bisschen den Druck der rechten Hand aus. Generell gilt das Prinzip, wir wollen so viel Grip wie möglich an der Waffe haben, so viel Reibung erzeugen wie möglich. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht bei jedem möglich. Der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach der Handballen, also dieser Teil eurer Hand, der hier wirklich an die Waffe drückt. Ich schaffe es eigentlich nie, diesen unteren Teil an die Waffe auch noch anzubringen. Wäre das Idealszenario, meine Hand gibt es irgendwie nicht her. Schaut einfach, was für euch funktioniert. Das heißt, der rechte Daumen wird eh nach oben gespreizt, der rastet hier, man kann den auch ausrasten, aber ich persönlich durch den Griff spreize den immer nach oben und dann liegt hier die Hand drinnen und wie ihr seht, das ist ein sehr, sehr tightes Paket. Da ist eigentlich überhaupt kein Spielraum, wo die Waffe hin könnte. Es passiert immer sehr schnell, dass wenn man am Anfang einen festen Griff trainiert, dass man wirklich dann wirklich hier komplett fest zugreift und merkt, ich bin hier komplett überall angespannt. Und das ist eigentlich etwas, was es zu vermeiden gilt. Wir wollen eigentlich hier so locker wie möglich sein und nur die Hand wirklich fest anspannen. Dadurch haben wir hier einfach eine gute Rückstoßkontrolle und werden vom Rückstoß nicht komplett bewegt. Der rechte Arm ist ein bisschen angewinkelt und eigentlich relativ locker. 9 mm hat jetzt gar nicht so viel Rückstoß. Und wichtig, der linke Arm, der ist mit dem Ellbogen über dem rechten. Das heißt, ich habe eigentlich, wenn man es von vorne anschaut, ist der rechte Ellbogen viel höher als mein linker Ellbogen. Weil wir wollen, wenn ihr die Waffe anschaut, die Waffe so zerdrücken. Das heißt, mit meinen Händen, wie so eine Art Amboss, will ich die Hand wirklich wie so eine Zange zerdrücken. Also ich quetsche nicht nur mit den Fingern nach oben und mit links zu, sondern ich drücke auch noch die Waffe so zusammen, um wirklich den maximalen Grip an der Waffe aufzubauen. Und da nutze ich einfach meine Arme dazu. Man braucht eigentlich gar keine Kraft dazu, das ist eigentlich nur Technik. Also auch die Damen, ja, die Mädels, die können das auch unfassbar gut machen.
Kraft hat nichts mit Schießen wirklich zu tun, außer halt ein bisschen Griffkraft, aber wirklich die Technik ist das, was eigentlich wirklich zählt. Eine letzte Sache noch, Grip muss ich aufbauen. Ich habe nicht immer entweder keinen Grip oder vollen Grip, sondern da gibt es sehr wohl Nuancen. Grundsätzlich beginnt der Grip, wenn ich die Waffe aus dem Holster ziehe. Das heißt, auch hier schaue ich schon mal, dass ich so weit wie möglich oben bin und habe hier eigentlich schon einen ziemlich stabilen Grip. Aber natürlich kann ich hier noch keinen vollen Griff machen, weil ich hier einfach meine Hand zu komisch abwinkeln muss. Das heißt, hier kann ich noch gar nicht Vollgas zudrücken. Ich kann hier zwar schon schießen, wenn es jetzt im Notfall wäre, klar. Aber grundsätzlich baut sich der Griff immer mehr auf, bis ich im Ziel bin. Und sobald ich eigentlich im vordersten Punkt erreiche, meinen Punkt C oder meinen Frontside C, dann fällt der Schuss und ab hier baue ich den Abzug auch schon auf. Das ist dann ein anderes Thema, nur dass man eben versteht, Griff baut sich auf, bis ich praktisch in der letzten oder finalen Schießposition bin. Wann weiß man jetzt, dass man den richtigen Grip hat oder dass der Grip gut ist? Schwer zu judgen, aber ich würde sagen, ein guter Indikator ist, wenn ihr praktisch eine Schusssequenz von mindestens 5, 6, 7 Schuss schießt und merkt, hey, euer Griff bleibt gleich. Man sieht es oft, dass Leute ein, zwei Schuss schießen, den Griff wieder neu justieren, dann wieder weiterschießen. Und das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, das habe ich bei mir selber früher auch viel gehabt, dass der Griff einfach zu locker ist oder dass die Technik einfach nicht passt, weil ihr praktisch verrutscht oder da nochmal nachjustieren müsst, weil ihr in der Schusssequenz merkt, okay, ganz so gut passt es eben doch nicht. Ja Leute, that's it for today. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Training und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!